Klick. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Enigmatica 2 im Expert-Modus. Juhu. So. Es geht weiter an der Monsterfarm. Genau. Ich habe mir ja in der letzten Folge gesehen habt, haben wir ja schon mal das Level-Tool automatisiert. Jetzt liegt da drin alles voll mit Items und XP. Und die wollen wir haben. Ich habe hier zwei Vakuumtreter schon mal hingesetzt, damit uns ein bisschen nicht der Server überlastet. Ich müsste jetzt eigentlich alles da haben für ein MI-System. Wo bauen wir es jetzt nun hin? Hier? Ich würde es hier wirklich gegenüber an die Wand bauen. Dann muss ich einmal da, den einmal da. Ein paar Festplatten hast du ja noch. Ich habe erstmal nur zwei. Zwei. Ja, ich habe die im Autocrafting. Achso. Also die bauen gerade. Meine Spitzhacke. Ach, es gibt ja auch, wir haben ja auch die ME. Nee, NIO. NIO Conduits. Oder ME Conduits. Ich baue gerade schon das dahin, baue ich schon alles. Dass das zu dir kommt. Ah, ich habe noch vergessen. Ich habe noch vergessen, die Konsole zu bauen. Die kannst du, glaube ich, sogar autocraften. ME fertiges Konsole, mal bitte 2. ME. Einmal umstellen. Kabels habe ich. So. Das konnte ich ja auch mit den Konduits jetzt direkt da reinleiten, ne? Nein, konntest du nicht. Nee? Ja, darum wollte ich die ME-Kabel nehmen. Aber egal, machst halt eine Zwischenchest hier. Muss ich mal gucken, was ich baue. Dann bauen wir die. Wo hast du jetzt zwei dran, unten und oben? Flüssigkeit. Ach, an der Flüssigkeit, genau. Weil der kann bloß über, also der kann nicht beide auf einer Seite aus, wie ich weiß. Ja, das Problem, was ich letztes Mal hatte, habe ich jetzt behoben. Es lag an meiner Maus. An meiner alten, neuen, halbes Jahr, dreiviertel Jahr Maus lag es einfach. Das ist aber auch komisch. So, jetzt müssten die Items, ja, guck, hier kommen schon die Items an. Import. Bus ran und zack. Und jetzt müssten wir noch ein paar. Wie heißen die? Beschleunigerkarten. Beschleunigerkarten haben wir auch noch ein paar. Sehr schön. So. Und die Level sammeln sich jetzt hier auch. Sehr schön. Kann ich jetzt mal meine ganzen Levels reindroppen. Dann werden wir hier nochmal meine Rüstung wieder verzaubern. Ach, was mache ich denn Stein rein? So, ich würde dann nämlich die Ender Chest, die wir letztes Mal gebraucht haben, nicht gebraucht haben, hier neben stellen. Und ein. Und das Export. Wichtige in unser System runter, rüber, ne? Genau. Wie heißt die Karte zum Kapazitäter?
Ich baue die eventuell jetzt mal ab und an den Boden unter den Füßen weg, ne? Ich mache hier gerade ordentlich. Ja, mach du mal. Da haben wir mal zwei Kapazitäterkarten rein. Erstmal. Und gucken wir mal ein System rein. Was wollen wir davon haben? Ja, lass ihn doch erstmal ein bisschen laufen. Wir stellen jetzt erst das andere ein, würde ich sagen. Dann. Erstmal die Enderperlen und die Dings kommen erstmal raus. So. Das kann er schon mal Enderperlen ab. sind doch nicht mal so wichtig. Davon haben wir noch ganz gut. Ja, aber schon mal. Er baut schon wieder alles zu. So, jetzt wollten wir noch einen Mob-Crusher bauen, ne? Genau, und was wir noch nicht gemacht haben, Pink Slime automatisieren. Oh, hey, oh, oh, aua, aua. Wenn du mal hier hinten zu mir kommst. Ah, das ist ganz schlecht hier. Was denn? Ich habe hier so einen Fluid Placer. Ich weiß aber noch nicht, wo er das hinplaced. Ich muss ihn vielleicht mal kurz draußen aufstellen, um zu gucken, wie der sich aufbaut. Da Es würden sieht wir ja so erstmal. nach aus, dass er dahin placed. Und dann gucken wir mal. Müll. Ja, bei mir klingelt's. Pause. Ja, dann machen wir einen Okay, kleinen wir sind Cut. nachher gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück aus der kleinen Pause. So, ich mach gleich weiter hier hinten. Genau. Ich habe in der Zeit, wo André weg war, hier hinten schon mal. Genau, muss. Umgebaut auf Ender.io Conduits. Das hat nämlich mit den Dings nicht ganz geklappt. Mit den Transfernoten, weil die Maschine ja auch leveln. Ne? Ja, zum Beispiel, der hat jetzt Master, der hat jetzt Grandmaster und das hat er auch immer genommen und die XP. Jetzt versuche ich das gerade mit den Items Conduits. Da hatte ich aber vorhin auch ein Problem gehabt, dass er die rein, raus, immer so rein, raus gemacht hatte. Hab's jetzt nochmal runterhauen lassen ein bisschen. Wenn man hier so sieht, haben die jetzt ein bisschen 400, 200. Ich musste mir kurz den Rap hier klauen. Ich wurde gerade von einem Schleim verfolgt. Gut, das ist Guck auch mal, also schön. jetzt spawnen dort hinten Schleime. Wollen wir das mal ganz kurz zeigen? Ja, kannst du. Ist jetzt Ja, ich mach fertig. das. Jo. Ich komme. Boah, der liegt doch total viel Zeug, Henrik. Guck mal. Eigentlich Nee, dürfte auf da jeden Fall. nichts. Guck, hier unten ist ein. Wow, aua, aua, jetzt kriege ich einige Kälte. Das ist Der ganz Fluid toll, Placer. Und der placed halt wirklich bloß diesen Pink Slime hier hin. aua. Und Das dann ist. droppt Was er war. irgendwann raus und dann hüpft er hoch und wird auch mit verarbeitet. Das ist cool. Also Fluid Placer von Actual Edition. Mit dem Tank, den wir ja kriegen aus unserer Essensfarm. Genau, Kuh Gut. Essensfarm, da Aus kommt das ja unser. her. Genau, wir haben jetzt keine Monster-Tötungsfarm. Wir haben ja jetzt. Oh. Die Kuhfarm. Genau, die Kuhfarm. Das muss ich mal abbauen. Ich Die glaube, die nächsten. kriegen nicht alles, Henrik. Die Vakuumtrichter haben die doch eigentlich eine große Reichweite, oder nicht? Könntest vielleicht nochmal einen davor einsetzen unter der Erde. Ist zwar ein bisschen fummelig bestimmt. Oh, verdammt, jetzt habe ich das Ding abgebaut. Was denn? Den hier vorne. Ich wollte die Erde abbauen. Gar nicht mehr schreiben heute. Weil Ja, dann fallen die Mobs da rein und müssten trotzdem getroffen werden. wir bauen jetzt erstmal einen kleinen Mülleimer hier hinten. So. Genau, Exportbus. Das heißt, Kapazität da rein, Ungenauigkeit da rein. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal, was Muss ich wirklich den nicht. Mechanical User von drin setzen? Ich Stimmt, ne? glaube ja.
Also einen Bogen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Eisenschwerter brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ingwer-Schwerter Kannst du mal brauchen gucken, ob ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe damit? wir. Holzschwerter brauchen wir nicht. Gleich. Ich möchte erstmal nur schnell die Item. Also, ich habe gerade irgendwie nur mein Ja, einen habe ich noch Inventar um, drin. einen habe ich noch im Inventar, André. Komm bitte weg. Ah, da. Nee, ja, ich habe die nämlich auch aufgenommen. Achso. Left-Click, Speed-Updates. Was hast du jetzt hier gemacht? Jetzt komme ich nicht an den Mechaniker-User mal ran. Wieso nicht? Weil du den gesetzt hast? Aber ich kam vorhin auch dran. Command X Power Changing to Try to All with Other. Habe ich gerade im Text zu so stehen. Wenn ich darauf klicke. Ja, Ja. dann gib den Befehl mal ein. Weil ich habe dich da schon angegeben, du mich nur noch nicht. Na toll, jetzt sehen die Leute, dass ich neben mir in ein Cast-Out Shell gecheatet habe. Super. Wow, wir können Wow. 64K bauen. Ja, ich kam nur nicht hier raus. Und ich wollte nur 1K nehmen. Power. Share. Link. Ja. Und dann müsstest du alle Namen dazu stehen haben. Da klickst du einfach. Was? Da stehen doch alle Namen, Knifte, Miner und Ja. so weiter, ne? Genau. Ja. Und die kannst du einfach jetzt anklicken und dann sind wir in einem System drin. Okay. Genau, sind wir jetzt schon. Hast du gemacht? Ich habe jetzt nämlich 177 Grid Power. Na, ich habe ja auch meine Worte mir jetzt unten allerdings zu stehen. Guck, da. Und jetzt ist ein Schleim da, der wird dann getötet. Und dann müsste hier auch ins Ding Pink Slime kommen. 4 Stück sind jetzt momentan drin. Genau, jetzt wollte ich aber noch mal gucken. Zombie-Gehirne können wir erstmal auch aussortieren, ne? Zombie-Gehirne würde ich eventuell sogar noch lassen. Steinschwerter. So, guck mal, jetzt habe ich da unten so eine Slab reingebaut. Jetzt saugen sie es auf. Jetzt läuft das. Super. Dann kommt auch Ein das. Schild kann auch raus. Brauchen wir nicht. Ich bin gleich wieder da. Ja. Das sind noch Baublöcke hier, die nehmen wir mal raus. Die Truhe nehmen wir noch mal raus. Hallo Truhe. Die Sticks könnten wir noch mal eintragen. Postpone-Tior, den Schleim und Redstone. Da tauchen wir hier rein. Dann haben wir das auch leer. Guck mal, das kann ich auch mal hier rein dumpen. So, es müsste So, eigentlich. ich bin auch wieder da. Gut, ich habe jetzt Schleim, Redstone, Prosperity-Ore und die Sticks, die ich hier drin gefunden habe, in unser System hauen lassen. Knochen würde ich in Müll schmeißen wollen. Wir haben ja die Essenz. Ja, kann weg. Brauchen wir uns nicht weiter zumüllen mit. So, auch weg. Was kann da noch raus? Die Rüstung wolltest du ja erstmal behalten, hast du gesagt. Ja, weil wir die nachher, du kannst ja mal zeigen für die Draconic-Rüstung halt. Ja, aber da brauchen wir doch nicht alle. Da brauchen wir nur eine einzige, oder nicht? Naja, wir wollen ja beide eine Draconic-Rüstung haben. Weiß Und noch da brauchen nicht. wir ganz, ganz viele verschiedene. Ah ja, alles klar.
Aha. Ja. Ja, und deswegen. So, guck mal, die andere Monsterfarm ist auch an. Ich brauche eine Wrench. Hab ich hier. Kannst du hier mal das Itemkabel nach rechts trennen? Nicht, dass hier irgendwas mit den Schwertern durcheinander geht. Wird nicht. Hier, das Kabel hier. Genau, Dankeschön. Ich will nur nicht, dass die Schwerter. Guck mal, oder so, jetzt ist Pink Slime im Item Repairer drauf. Habe ich gerade mal rausgenommen. Genau, guck mal, hier kommt auch Fluid Essence, aber das ist. Die müssen auch noch rauspumpen. So, wie sagt das jetzt? Knochen gehen raus. Die Rüstung behalten wir erstmal. Köpfe könnten wir eigentlich bei uns im System gleich hauen. Die brauchen wir so oder so. Der Endermann-Kopf ist ziemlich gut. Jeden Fall. Und das ist natürlich auch schön. Eine Trophäe. Ja, die können wir ja erstmal hinstellen hier. Dann brauche ich einen Exportbus nochmal. Exportbus. Aber was noch nicht gelandet sind, obwohl die von uns gekillt werden, diese lilanen Mobs, ne? Diese roten Herzkristalle, ne? Ja. Oder hast du schon welche? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Könnte ja sein, dass sie das hier ein bisschen mehr weniger Drop-Chance gemacht haben. Wir haben zwar welche gekriegt, das weiß ich schon. Ja, auf jeden Fall. 45, also wenn ich die selber töte, kommt auch. Du hattest schon zwei, ne? Hast du gesagt? Hast hier noch mal zwei. Oh, ich brauche 3 XP. Ich brauche 3 XP. Ja, 26 Leben. Ich auch. Alles wieder weg. Aber im System sind noch bis jetzt noch keine gekommen. Sonst hätte ich die in unser System geschmissen und dann gleich ungequaffte zu Herzen. Ja, also es sind auf jeden Fall, Fakt ist, es sind schon genug lilane Mobs hier gestorben. Also das sehen. Also wäre auf jeden Fall eigentlich was dabei, hätte dabei sein müssen. Oh, ein schönes Langschwert ist noch drin. Ja, ich weiß nicht, die Waffen würde ich auch erstmal aufheben zum gucken. Können wir ja lassen. Wir haben ja genug drin. Könnten ja noch. Wollen wir das Gebiet Chunk laden? Ja. Sonst haben wir nämlich. Ist schon geschanklotet. Ja, ich habe gerade gemacht. Achso. Ich muss bloß gerade gucken, weil wir. Achso. Nochmal ein Thema zum Schankladen. Alles andere hat andere geklebt. Er ladet nur so viel, wie wir wirklich brauchen und benötigen. Also die ist jetzt nicht mal voll geclaimed und der XP-Obelisk ist jetzt auch nicht mit geclaimed, aber da ist jetzt erstmal genug drinne, wenn. Ich weiß nicht, ich will die jetzt auch nicht nochmal umbauen. Warum sind die nicht mitgeklemmt? Hä? Na hier ist der Chunk zu Ende, hier vorne. Weißt du, jetzt ich habe jetzt also zwei Plätze der Mobfarm sind halt nicht geclaimed, wo ich mir sage, können wir ignorieren. Hier guck, da ist wieder so ein Lilaner. Der müsste das ja prinzipiell droppen. Aber der droppt es nicht. Ich weiß nicht warum. Hast du von hinten noch mal reingeguckt, wie die Items da so? Ich gucke immer von vorne, von oben rein. Aber dadurch, dass ich das jetzt vorne umgebaut habe, Ist nix. ist da alles clean. Ein Hühnchen? Wo kommt Ja, das Hühnchen her?
Ja, vorher den Zombie von den Kleinen. Ach ja, stimmt. Kann auch passieren. Ja, wie gesagt, wir können sonst auch über das andere Ding, wenn wir jetzt keine Waffen drin haben, wir können den ja mal kurz den ausmachen, dann können wir halt den anderen, den Mob Crusher, ne? Der hat ja im System oben links selber eine Pause-Taste. Der wird halt auch sofort abgesaugt und gut, der killt halt alles instant, ne? Ich will nur mal ganz kurz gucken, der killt ja jetzt auch ein paar Lieder, ne? Kommen da die roten Dinger rein? Nee. Na, musst du warten, erstmal ganz kurz. Weißt du, wie du das mit dem Stacken machen könntest? Du könntest jedes Item natürlich reparieren lassen, was da reinkommt. Alles, was kaputt ist, wird erst repariert. Könnte man, ja, ist aber ganz schön. Aber das ist umständlich ohne Ende. Okay, so, ich mach den wieder aus und lass unsere Tools weiter leveln. Genau, und jetzt würde ich sagen, teleportierst du mich mal wieder raus. Weil, haben wir hier drin alles fertig? Ja. Also mit einem Item Repairer, das ist keine schlechte Idee. Würde ich mich auf jeden Fall mal in der nächsten Folge drum kümmern wollen. In dieser Folge schaffen wir es leider nicht mehr. Was wollen wir denn jetzt noch machen? Wir sind fertig in der Folge. Fertig, zu Ende. Ist schon zeitlich auch wieder, ja? Ja. Durch die Pause bin ich jetzt raus. Ja, darum sag ich ja, ist zu Ende. Mache ich in der nächsten Folge. Ich habe, ach naja, das ist ja nicht so wichtig. So, ich brauche dich ja nicht. Wir können uns auch hier verabschieden. Denn du hast das ja schon gesehen. Das ist ja nicht so wild. Ja, aber die Leute noch nicht. Die sollen sie auch erst in der Folge sehen. Tschüss. Deswegen bleiben wir auch hier unten. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Ciao.